Herzlich willkommen. Ich bin heute nicht alleine, ganz offensichtlich nicht, denn Roland Elias ist mit dabei, Steuerberater und bekannt vor allem durch Steuern mit Kopf. Mit Sicherheit auch von was anderem, aber vor allen Dingen, ich glaube, das Urgestein auf YouTube bist du, glaube ich, oder? So fast. Also es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Älteren, aber ja, schon sehr, sehr lang mittlerweile dabei. Für YouTube sind es wahrscheinlich schon hunderte von Jahren. Wie viel hast du einen Überblick, wie viele Videos du schon aufgenommen hast? Ja, es sind, glaube ich, mittlerweile über 600. Also 600 irgendwie sowas dürfen so den Dreh sein, die wir auf YouTube veröffentlicht haben. Nebenprojekte jetzt irgendwie mit was für andere YouTube-Channels gemacht oder sowas. Oder wo wir was auch zum Beispiel Examio mit dem Fortbildungsinstitut gemacht haben. Da waren es so nochmal, ich glaube, 350 Videos extra. Also knapp. Also wir sind, glaube ich, mit den Instagram-Videos-Produktionen schon über 1000. Wahnsinn. Genau, das heißt, du bist es sehr gewohnt, auch alle möglichen Fragen zu beantworten. Und wir haben gerade zu heute auch diverseste Fragen bekommen, rund um das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, nebenberufliches Gründen und so weiter. Dazu haben wir gerade in den letzten Wochen immer wieder, also relativ viele Fragen bekommen. Und deswegen dachte ich, vielleicht widmen wir uns dem ganzen Thema einmal sehr ausführlich. Ich habe auch gesehen, auch du hast dazu schon mal Videos aufgenommen. Und wir haben uns natürlich auch schon mal unterhalten, generell zum Thema selbstständig machen und so. Und ich habe einige gesammelt, zum Beispiel heute auch über Instagram, aber auch alle Fragen dazu aus unseren YouTube-Kommentaren rausgesammelt und so weiter. Und ich glaube, genauso fangen wir einfach mal an. Ein paar Fragen. Ihr habt natürlich alle die Möglichkeit, auch eure Fragen jetzt direkt rein einfach zu stellen. Sowohl entweder auf unserem Instagram-Kanal in der Story oder aber einfach direkt hier in den Chat. Und dann gehen wir darauf ein. Und eine erste Frage, die ich an dich habe, Roland, ist nebenberufliche Gründung. Warum wird das so hervorgehoben? Ich sehe überall, dass irgendwas Besonderes daran sein soll. Was ist denn anders eigentlich zwischen einer nebenberuflichen Gründung und einer normalen Gründung? Also ich sage mal so, der größte Unterschied, der sich auch finanziell natürlich bemerkbar macht, das ist natürlich, man kann, wenn man nebenberuflich gründet, das Ganze ein bisschen entspannter angehen, weil man natürlich, sage ich mal, immer noch das eigene sonstige, ja ich sag mal so, Einkommen dahinter hat, das Haupteinkommen. Der größte Punkt ist aber, der sich finanziell bemerkbar macht, ist natürlich die Krankenversicherung, wo wir vielleicht später auch noch dazu kommen werden, die man ja vorher, sage ich mal, mit dem Arbeitgeber dann abgeführt bekommt und man sie nicht selbst dann zahlen muss, wie ihr als Privat Krankenversicherter, wenn man voll selbstständig startet. Gut, das heißt, steuerlich gesehen eigentlich gar nicht so ein großes Ding. Nein, überhaupt nicht. Also steuererklärungstechnisch eigentlich genau identisch, weil es sind ein paar Anlagen mehr, da kommen wir später sicherlich auch noch dazu, aber da gibt es ein paar kleine Unterschiede, aber ansonsten eigentlich fast identisch. Ja. Das heißt, auch jeder, der irgendwie gründen will, kann sich eigentlich an jeden Gründungsguide handeln, weil im Wesentlichen eigentlich alles gleich ist. Genau, richtig. es ist auch tatsächlich ein Punkt, du hast eben schon angesprochen, Thema Steuererklärung. Das heißt, wenn ich mich nebenberuflich selbstständig mache, was kommt denn steuerlich überhaupt eigentlich zusätzlich an Verwaltungsaufwand auf mich zu? Also mehr Steuererklärung separat. Was ich auch gelesen habe, ist tatsächlich die Frage, muss ich jetzt für meine Selbstständigkeit eine eigene Steuererklärung abgeben? Weil als Angestellter gebe ich ja keine ab. Mhm. Das war O-Ton der Frage, die ich bekommen habe. Ist schon mal ganz gut, weil ein Irrglaube schon gleich an die der Selbstoffenbarungsteil der Frage, der war schon mal ganz gut, wenn man weiß, wo man ansetzen kann mit der Antwort. Also grundsätzlich ist es so, als Angestellter kann man ja eine Steuererklärung machen, man muss nicht. Wenn man ein Nebengewerbe hat oder ein Hauptgewerbe hat, dann muss man eine machen, da ist man zwangsläufig dann, sage ich mal, damit drin. Das heißt, man muss eine Steuererklärung machen und bürokratisch natürlich kommt dann auf einen die Anlage EUR, die Anlage G oder Anlage S hinzu, kommt darauf an, ob man selbstständig ist oder gewerblich und dann noch eventuell eine Umsatzsteuererklärung und eine Gewerbesteuererklärung. Ist aber, wenn man natürlich die richtigen Steuertools dafür nutzt, auch relativ einfach abzuwickeln. Und natürlich dann die Frage, wo wir auch gleich dazu kommen, Thema Kleinunternehmerregelung, wo wir auch schon im Vorfeld die Fragen bekommen haben, ist ja so, wenn man nicht Kleinunternehmer ist, sondern die Regelbesteuerung wählt, dann hat man entweder monatlich oder vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Und das muss natürlich so dieser bürokratische Aufwand, der da zusätzlich auf einen zukommt.
Das heißt, ich gebe aber auch eine Steuererklärung für alle meine Einkünfte ab. Das heißt, es gibt jetzt keine, und ich habe auch gar nicht die Wahl mehr als nebenberuflicher Selbstständiger, dass ich das für mein Angestelltenverhältnis aber nicht Genau. abgeben möchte. Genau, also da aber Das kein heißt, Wahlrecht mehr. das ist jetzt, das Kind ist im Brunnen gefallen, wenn man gegründet Genau. hat. Und genau, jetzt schaue ich einmal rein. Buenos Dias an Neumann und Elias. Ja, hi, zurück, Tokra. eine Frage, die ist natürlich sehr, sehr konkret und spezifisch jetzt schon. Kann ich Hosting-Kosten eigentlich als Betriebsausgabe absetzen? Ganz klare Antwort, ja. Also es kommt natürlich immer darauf an, was du machst, aber grundsätzlich Hostinggebühren ist so ein Beispiel für das. Das kannst du eigentlich immer absetzen, weil jeder irgendwann Hosting braucht, sei es bloß für eine geschäftliche E-Mail, wo du eine Domain vielleicht registriert hast. Gut, und auch VS Games, das passt nämlich komplett dazu. Gibt es Unterschiede, wenn man nebenberuflich oder in Ausbildung gründet? Das hatte ich tatsächlich auch, weil ich selber auch meine erste, nee, das war schon meine zweite Gründung. Die erste Gründung war komplett vor jeder Ausbildung, aber meine zweite Gründung war während meiner Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Gibt es da irgendwelche Unterschiede, die ich beachten sollte? Also steuerlich grundsätzlich auch da nicht. Steuerlich ist, das sag ich mal, das Ausbildungsverhältnis, wenn man natürlich dementsprechend verdient, einen normalen Einkommen, also einer normalen nicht selbstständigen Tätigkeit gleichgestellt. Wichtig ist halt, dass man in der Ausbildung mal aufpassen muss, dass der Arbeitgeber natürlich damit auch einverstanden ist. Denn gerade im Ausbildungsverhältnis gibt es ja, sage ich mal, Sonderregelungen, die eingehalten werden müssen, damit man da nicht irgendwie ja eventuell seinen Ausbildungsplatz in irgendeiner Form riskiert. Aber steuerlich ist es auch da komplett identisch, sage ich mal, mit dem normalen Angestelltenverhältnis. Vielleicht, wenn man auch schon dort Steuern zahlt, Lohnsteuer, dann ist man natürlich auch da voll mit dabei. Ja, auch eine gefühlt wichtige Frage, weil also die Frage haben wir in ähnlicher Form bekommen. Ich habe sie mich damals aber mir, die Frage habe ich mir auch gestellt. Wenn ich jetzt hingehe und ein Gewerbe anmelde oder Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfülle, kriegt mein Chef das mit, wenn ich das mache? Ist natürlich impliziert gleich sowas wie, ich habe es ihm vorher nicht selber gesagt. Aber passiert sowas? Also grundsätzlich nein. Also der Chef bekommt es nicht mit. Also der Chef bekommt nicht mit, ob du ein Gewerbe anmeldest, ob du eine Selbstständigkeit anmeldest, selbst wenn du eine GmbH, UG oder AG oder sonstiges gründest. Das bekommt dein Chef nicht mit. Vielleicht bei der GmbH und AG schon eher, wenn er, sag ich mal, im Bundesanzeiger nachschaut, dann sieht, wer dort Geschäftsführer ist. Aber solange du dir jetzt nicht irgendwo ein Anstellungsverhältnis holst und dann über die Lohnsteuerklasse 6 oder vielleicht irgendwie was abläuft oder fälschlicherweise Lohnsteuerklasse 1 mal abgerechnet wird, bekommt es der Chef nicht mit. Also das ist die ganz klare Sache. Man kann es dem Chef verheimlichen. Zumindest steuerlich wird es nicht irgendwie mitgeteilt, ob es rechtlich zulässig ist. Kommt natürlich immer auf den Arbeitsvertrag an und auf die Sonderregelungen, die im Ausbildungsverhältnis irgendwo ja vorhanden sind. Und natürlich auch ganz wichtig, mal aufpassen mit Konkurrenz oder manche Berufsgruppen in Beamtenpositionen haben ja Sonderregelungen. Die dürfen zum Beispiel wirklich kein Nebengewerbe haben. Das ist halt ausgeschlossen, wenn man vielleicht irgendwelche, ja, sag ich mal, ja, Sonderregelungen mit dem Arbeitsvertrag hat. Das heißt aber steuerlich gesehen, datenschutzmäßig, der nein, der Chef bekommt es nicht mit. Auf Ja. der anderen Seite ist es, also sowohl im persönlichen Verhältnis zum Arbeitgeber sollte man das machen, weil man sonst halt droht rauszufliegen, gerade als Angestellter, weil das ist dann eben, wie du gesagt hast, nochmal ein bisschen special. Genau, die ganzen anderen Regelungen. Das ist aber alles mehr auf der Ebene des Arbeitsvertrages als auf der Ebene des, dass das Finanzamt gleich beim Chef Genau, anruft und richtig. Bescheid sagt. Da versucht gerade jemand abtrünnig zu werden. Hatte ich mich aber tatsächlich damals auch die Frage gestellt. auch gerade deswegen, weil ich tatsächlich erstmal angefangen habe als ein Hobby und dann habe ich ein bisschen Geld verdient und dann war ich mir unsicher, soll ich da eigentlich jetzt mich Selbstständigkeit anmelden oder ist das noch Hobby? Und genau diese Frage, die stellen sich, glaube ich, relativ viele. Ich meine, wir sind auf YouTube, wir streamen gerade live und es gibt ja ganz viele Leute, die auf YouTube mal anfangen und dann ist der Klick zum Partnerprogramm beantragen relativ dicht oder ich streame und kriege plötzlich irgendwelche Donations. Das heißt, wenn ich anfange mit einem Hobby und dann plötzlich Geld verdiene, wann ist denn der Punkt, dass ich sagen muss, das sollte ich jetzt anmelden?
Gute Frage. Nein. Nee, also grundsätzlich ist es so, diese fixe Zahl, auf die man versucht, immer jemanden festzunageln, gibt es nicht. Also immer so, es gibt noch ein paar Sonderregelungen, wie zum Beispiel Härteausgleich, wo halt am Ende zum Beispiel keine Steuer anfällt. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man beabsichtigt, damit langfristig mehr Geld zu verdienen, also in dem Zusammenhang auch sagt, okay, man generiert mehr Umsatz, man generiert mehr Gewinn auch am Ende damit. Ich sage mal so, wegen 5 Euro Gewinn jetzt hat im Monat, wenn man auch 10 Euro Umsatz hat, dann braucht man sich nicht ein Gewerbe anmelden. Ich sage mal so, die Grenze liegt immer so, ich würde mal sagen, bei 100, 200 Euro Gewinn im Monat. Wenn man da anfängt, okay, und sagt, okay, es wird langfristig mehr, sollte man über ein Gewerbe nachdenken. Also das ist so diese Range, gibt natürlich auch unterschiedliche Meinungen dazu. Grundsätzlich die gesetzliche Meinung ist ja auch, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, man ist selbstständig, nachhaltig, mit Gewinnerzielungsabsicht am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligt, das kann man auch mit Verlusten machen. Also von daher, die Definition ist sehr schwammig. Es ist halt so, wenn man selbst merkt, okay, oder man selbst sagt, okay, jetzt kriege ich langsam bei den 10.000 Euro, die ich im Monat verdiene, irgendwie schlechtes Gewissen mit der Anmeldung der Finanzamt, dann soll es dann vielleicht langsam mal machen. Nein, aber so. Ja, das heißt, wenn ich mir jetzt aber jeden Monat einen neuen Laptop, neue Kamera kaufe und dann irgendwie Kosten von 1000 Euro habe, weil ich gerne streame und oder mich beim Computerspiele spielen gerne filme und auf Twitch live bin, und dann halt ein paar Euro Umsatz, also Geld mir quasi zufließt, aber wenn ich dann auf der Gegenseite die Kosten gegenrechnen kann, dann ist es ja ganz klar keine Gewinnerzielungsabsicht. Dann habe ich vielleicht ein bisschen meine Kosten refinanziert, aber dann kann man ja nicht davon sprechen, dass ich Genau. Gewinnerzielungsabsicht habe. Genau, richtig, das grundsätzlich nicht, aber wenn natürlich dann irgendwann 1 Million Euro Umsatz ist und man 1 Million wieder ausgibt, dann würde ich da schon von einer gewissen ja, Absicht langfristig der Gewinnerzielung sprechen. Ja, es ist tatsächlich auch da kann ich vielleicht eine kurze Story einwerfen, weil ich das auch selber gemacht habe. Von mir gibt es tatsächlich, glaube ich, auf YouTube Videos, wo ich Steuersachen erkläre, die sind älter als auch dein ältestes Video. Ich habe das einfach just for fun online gelassen. Da durchaus noch Zugriff drauf. Wie heißt der Wer die Kanal? Videos, ich wollte gerade sagen, wer die Videos findet, der schickt gerne mal den Link. Ich bin nicht unbedingt optisch wieder zu erkennen und mein Nachname hat sich auch geändert, aber mein Vorname ist der gleiche. Aber da habe ich mich tatsächlich ganz bewusst, obwohl ich wusste, dass ich am Anfang Verluste machen werde, schon selbstständig angemeldet, weil ich schon von ab Tag 1 die Absicht hatte, irgendwann mal Gewinne damit zu erzielen. Und das ist der große Vorteil, wenn ich gerade nebenberuflich selbstständig bin und Verluste mache. Warum? Weil, also man macht halt, hast du vorhin schon erzählt, Roland, dass weil man in einer Steuererklärung, also man macht alle seine Einkunftsarten in einer Steuererklärung. Und wenn ich halt Verluste mache mit meiner Selbstständigkeit, ich aber in meinem Angestellten-Dasein am besten noch mit Steuerklasse 1 quasi ganz normal durchgerechnet werde mit meiner Lohnsteuer, es sind ja die Lohnsteuerabzüge schon immer Vorauszahlung auf die Einkommensteuer. Wenn ich jetzt aber Richtig. tatsächlich 5, 6, 7.000 Euro Verlust parallel produziert habe, dann gibt es eine ordentliche Steuererstattung. Und damit ist ehrlicherweise jetzt nicht fachlich korrekt, aber damit ein bisschen subventioniert man so ein bisschen seine Selbstständigkeit und kann sich dann immer auf so ein bisschen Geldrückfluss freuen in Form einer Steuererstattung. Sollte man allerdings auch nicht bis in alle Ewigkeiten machen. Da gibt es immer so das Horrorszenario und Buzzword Liebhaberei. Was hat es denn damit auf sich? Also Liebhaberei ist im Großen und Ganzen die Regelung, wenn man, sage ich mal, langfristig nur Verluste erzielt. Also wie gesagt, es geht ja auch immer um diese Gewinnerzielungsabsicht, diese mysteriöse Gewinnerzielungsabsicht, über die man damit diskutiert. Also wenn man langfristig nur Verluste hat, dann sagt das Finanzamt irgendwann, schön und gut, deine Verluste, die kannst du behalten, das ist alles Hobby. Und darum geht es im Großen und Ganzen und sagt, okay, wenn man hier langfristig dann wirklich Gewinn erzielt, dann hat man eine Gewinnerzielungsabsicht, dann ist man aus der Liebhaberei raus. Diese Liebhaberei ist vor allem dann ein Problem, wenn man nebenberuflich gründet, weil oftmals man dann ja, sage ich mal, ein festes Einkommen hat, da zahlt man Lohnsteuer drauf und dann erzielt man Verluste durch seine Nebentätigkeit. Und diese Verluste führen dann dazu, dass das Gesamteinkommen, also das zu versteuernde Einkommen, reduziert wird und dann bekommt man halt gezahlte Lohnsteuer wieder zurück. Und irgendwann so, die Range ist so 3 bis 5 Jahre, sagt das Finanzamt, du, die Verluste, die du da machst, die erkennen wir nicht an. Dann musst du die erstatteten Steuern, die du ja zurückbekommen hast, musst du dann wieder zurückzahlen, weil das Finanzamt sagt, Liebhaberei, das wollen wir nicht. Und im schlimmsten Fall kommen natürlich auch noch Zinsen dazu, je nachdem, wann das Finanzamt das Ganze natürlich, ja, sag ich mal, erkennt.
Und das sind so 0,5% pro Monat. Aktuell ist es natürlich ein bisschen anders, weil wir warten darauf, bis die neuen Zinsen festgesetzt werden, die jetzt dann gültig sind. Aber grundsätzlich ist natürlich das mit Zinsen obendrauf zurückverlangt. Genau, und 6% ist ehrlicherweise beim aktuellen Zinsniveau ganz schön happig. Ja. Da gab es, glaube ich, schon irgendwas. Ich glaube, im Gesetzgebungsprozess gibt es schon einen neuen Prozentsatz, der Genau, aber richtig, noch ja. nicht. Das ist Aber man muss es alles zurückzahlen, wenn man dauerhaft nachhaltig quasi nur Verluste macht, was auch nie absehbar ist. Das hatte ich tatsächlich auch, dass das Finanzamt nach 2 Jahren gefragt hat: Ey, Kollege, du machst jetzt die ganze Zeit schon und passt dir ständig Kosten und Verluste. Willst du gerade uns quasi an deinem Hobby beteiligen oder ist das wirklich eine Selbstständigkeit, die du da hast? Das war aber noch relativ einfach. Also, wenn Sie das erste Mal fragen, also, die wollen denn so eine Kalkulation und Vorschau haben, dass in meinem Gesamtbusinessplan das schon so beabsichtigt war, dass ich am Anfang erstmal investiere und später dann das Geld zurückfließt. Genau, War ist richtig. gerade in dem Fall so online Reichweite aufbauen erstmal relativ normal, weil am Anfang muss man sich hinsetzen, viel Aufwand betreiben, um Videos zu produzieren, um richtig die Community aufzubauen und später dann steigt zwar nicht der Arbeitsaufwand, aber natürlich der Ertrag, den man bekommt. War bei mir ähnlich, ich habe jetzt nicht speziell für YouTube produziert, sondern ich habe in allererster Linie für so E-Learning-Plattformen produziert, wo ich aber immer am Umsatz beteiligt wurde. Und da ist natürlich auch klar, dass ich natürlich mit 200, 300 Videos mehr verdiene als mit 10. Und in den ersten Monaten hat es halt sehr lange gedauert. Und deswegen konnte ich dem Finanzamt ganz, ganz, auch wirklich ganz normalen Brief runtergeschrieben, wo ich gesagt habe, ah, das ist der Grund, so funktioniert das Geschäftsmodell und so plane ich, dass in den nächsten Jahren dann auch Gewinne anfallen. Und dann war das Finanzamt damit vollkommen fein und haben sie mir auch meine Verluste quasi akzeptiert und hingenommen. Ja, und dieses Thema Liebhaberei, ich glaube, das hat jeder Gründer am Anfang. Ich meine, ich war selber damals bei meinem ersten Gewerbe, war ich als DJ unterwegs. Und da war es am Anfang auch so. Also, wenn man sich das anschaut, was das Equipment kostet, da ist man auch mit mehreren tausend Euro mal schnell dabei. Und da haben halt im Grunde jeden Euro, den man verdient hat, gleich wieder reinvestiert in Musik, in Samples, in Hardware, in Software. Und schon ist man eigentlich im Verlust. Also, es geht relativ schnell. Ja. Na. Gut, wir haben ein paar Fragen. Tokra fragt zum Beispiel: Stimmt es, dass man Steuerberaterkosten und die Betriebshaftpflichtversicherung voll absetzen kann, oder ist das eine Fehlinformation? Also grundsätzlich ist es so, alle Kosten, die jetzt mit der Selbstständigkeit oder mit der Tätigkeit da zusammenhängen, kannst du grundsätzlich natürlich vollsteuerlich geltend machen. Natürlich, du kriegst es nicht in Form von Steuern zurückerstattet, aber es ist eine ganz normale Betriebsausgabe. Genau. Und das ist übrigens ich glaube, es sind so 2 Videos online, wo ich ein bisschen sehr grob darüber hinweggehe. Ich glaube, dazu habe ich schon mal ein Video aufgenommen. Es gibt Ausnahmen, also generell kannst du also Betriebshaftpflichtversicherung, die ist so 100%, ist ja steht da sogar im Namen drin, dass sie für deinen Betrieb ist, die auch 100% die Steuerberaterkosten immer dann, wenn man sie direkt zuordnen kann. Zum Beispiel deine laufende Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter. Das ist alles kein Privatvergnügen. Du kannst auch für andere Einkunftsarten, wenn du die Kosten direkt zuordnen kannst, und das ist auf so einer Steuerberaterrechnung auch immer aufgeschlüsselt. Wenn du bei uns Mandant bist, dann musst du einmal nachfragen, beziehungsweise wir buchen das ja für dich dann, weil auf der monatlichen Abschlagrechnung steht zumindest nicht getrennt drauf, aber wir buchen das nach dem Schlüssel. Das meiste ist absetzbar. Es entfällt natürlich immer auch ein kleiner Teil auf die privaten Angelegenheiten. Das kann man dann zum Teil woanders absetzen, aber zum Beispiel, deswegen habe ich es gerade gesagt, es gibt ein Video, wo ich so ein bisschen ganz grob gesagt, also das so gesagt habe und dann kam da direkt darunter, aber bei Kapitaleinkünften geht das nicht. Stimmt? Alles, was auf Kapitaleinkünfte entfällt, das ist quasi abgegolten mit dem Sparerpauschbetrag. Möchte ich an dieser Stelle richtigstellen. Ich fand das eher flapsig, grob vereinfacht in diesem Video, aber den Kommentar habe ich erst vor ein paar Tagen bekommen. Grob Stimmt, aber deswegen das vereinfacht gibt es allermeiste ja. nicht. Ja, Grob genau. Und das ist immer so ein vereinfacht gibt es bisschen. nicht auf YouTube. Nee, du erreichst viele Leute und wenn ich das aber korrekt, wenn du jedes Video hundertprozentig rechtlich korrekt machen würdest, dann würde keiner mehr zugucken. Vor allem würde jedes Video mindestens eine Stunde dauern. Ja. Dann gibt es aber noch eine sehr spannende Frage. Und was ist, wenn ich mal in einem Monat 600 Euro verdiene und dann aber wieder ein paar Monate gar nichts und dann mal wieder 100 und so weiter? Wie ist das, weil wir gerade über Gewinnerzielungsabsicht und so weiter gesprochen haben, wie ist das, wenn das so stark schwankt und nicht vorhersehbar sehbar ist? Also grundsätzlich lässt sich das so sagen,
wie ist die Gesamttendenz? Also es geht ja nicht darum, ob man mal 600 mal 100 hat, sondern es ist die Frage, ist es wirklich langfristig und sagt, okay, dass man diese Spanne vielleicht die nächsten 2, 3 Jahre auch verdienen kann oder es vielleicht sogar langfristig steigt. Also ich meine, jeder Unternehmer hat irgendwann mal einen Monat drin, wo er wahrscheinlich einen Verlust ganz einfach generiert, weil zum Beispiel größere Marketingkosten mit drin sind, weil zum Beispiel eine größere Anschaffung von oder Hardware angeschafft wird, die sofort abgeschrieben wird. Also das kann jedem Unternehmer passieren, dass da auch diese Gewinne pro Monat schwanken. Tendenziell, wenn es aber eher Richtung 600 Euro im Monat geht, dann würde ich definitiv sagen, Gewinnerzielungsabsicht gegeben. Ja. Ist da auch immer ein wichtiger Punkt. Es heißt schließlich auch Gewinnerzielungsabsicht und nicht Gewinnerzielungstatsache. Das heißt, genau. Wenn du vorgehabt hast, am Anfang damit Gewinne zu erzielen, natürlich musst du das irgendwie auch glaubhaft übermitteln können. Es wird dir keiner glauben, dass du sagst, oh, ich wollte gar keine Gewinne machen und dann machst du 20.000 Gewinne im Monat. Das wird dir keiner glauben, dass du dich rausreden kannst und sagst, na, das hatte ich ja aber nicht vor. Es ist so passiert. Ja. Also das funktioniert für einen Monat, das wird schon schwierig, aber spätestens danach hast du gemerkt, dass du offensichtlich damit finanziell auch erfolgreicher bist. Also damit kann man sich nicht rausreden, aber grundsätzlich ist das der Plan. Das ist auch so ein bisschen das, was ich erzählt habe mit meiner Scheinselbstständigkeit oder Begründung. Ich musste den halt darlegen, dass ich wirklich auch die Absicht habe, Gewinne zu erzielen und dann konnte ich halt auch ab diesem Zeitpunkt schon die Verluste auch geltend machen. Deswegen, aber da geht es wirklich um die Absicht und nicht zwingend um die Tatsache. Ja. Also die Frage auch direkt zu der Person, ich weiß gar nicht, von der gleichen Person, kann man sein Kleingewerbe, was man gerade im Anmeldeprozess hat, auch gleich wieder kündigen oder löschen? Grundsätzlich ja. Also grundsätzlich ja, es ist möglich, dass man da halt natürlich das Gewerbe, das man angemeldet hat, gleich wieder zur Gemeinde geht und sagt, okay, ich möchte wieder anmelden. Je nachdem, wie das Finanzamt drauf ist, wird natürlich auch für einen Tag theoretisch eine Überschussrechnung, Umsatzsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung für dieses Jahr erwartet. Also von daher muss man dann trotzdem natürlich eine Steuererklärung abgeben, weil das Signal beim Finanzamt ist ja gesetzt und die wissen nicht, ob du vielleicht in 1, 2 Tagen eine Million verdient hast oder nichts. Also das musst du ihnen natürlich dann trotzdem mitteilen. Einige Finanzbeamte sind auch relativ kulant und wenn du anruft und sagt, hey, war nichts, Schuss in den Ofen, dann sag ich mal, markieren die den Fall auch und sagen, okay, braucht keine Steuererklärung reingeben oder vielleicht einen Schriftsatz, dann ist es erledigt, aber im Normalfall, erfahrungsgemäß, gerade diejenigen, die jetzt, gerade jüngere Finanzbeamte sind, die sagen halt, nein, sie wollen eine Steuererklärung haben und die muss dann ungefähr auch digital abgegeben werden. Ja. Ist aber tatsächlich auch so, also meine persönliche Erfahrung, genau was du sagst, dass ich würde vorher immer einmal kurz anrufen, weil es gibt so viel, was man sich sparen kann, indem man einfach mal nachfragt. Auch ich, also klar, jetzt nicht für, wenn ich es für Mandat mache, aber wenn ich mich für mich selber anrufe oder unsicher bin, die Leute wissen ja Gott sei Dank nicht, was ich beruflich mache. ich stelle mich dann immer ein bisschen doof und sage so, sorry, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe und wenn ich jetzt vielleicht eine super doofe Frage stelle, aber ich möchte Ihnen ja nicht mehr Arbeit machen, ist immer ganz wichtig, man kann Beamten echt Angst machen, wenn man mit Arbeit droht und immer wenn man sagt, ich möchte Ihnen ja nicht unnötige Arbeit machen, dann ist die Basis schon gleich mal schön und dann kann man so doof fragen wie, ich hab mich jetzt anders entschieden und muss ich jetzt noch was machen und dann sagen die einem das auch schon. Ja. Wichtig ist, Finanzbeamte sind keine Berater, die dürfen jetzt so eigentlich nicht wirklich beraten, aber ich würde sagen, das rein Prozessuale, muss man da jetzt nochmal eine Steuererklärung machen oder reicht ein Brief oder markieren die das, wenn sie das die Info am Telefon bekommen oder sowas, das sagen die einem. Und man kann viel über die Digitalisierung meckern, das ist halt der Vorteil, dass man auch immer anrufen kann und jemanden am Telefon hat. Ja. Wenn man niemanden erreicht. Ja, wenn man, oh gut, am besten anrufen zwischen 10 und 10:30 von Montag bis Donnerstag, weil sonst ist schwierig. Ja. genau. Ansonsten auch eine sehr gute Frage. Tukra schreibt, ich weiß nicht, also gut, sie weiß nicht, ob es in unseren Zuständigkeitsbereich fällt, das wissen wir gleich, aber ab welchem monatlichen Gewinn sollte man denn von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit in Vollzeit selbstständig wechseln? Auch eine sehr gute Frage, die ich auch tatsächlich häufiger bekomme. Also grundsätzlich kommt es immer darauf an, was man macht. Also ich habe zum Beispiel, also wir betreuen ja auch sehr, sehr viele Influencer bei unseren Mandanten, die sind auch noch hauptberuflich, also
nicht mehr hauptberuflich Influencer, aber sind auch noch fest angestellt. Einfach aus dem Grund, weil sie sagen, sie wollen ihr festes Angestelltenverhältnis weiterhin, sag ich mal, behalten. Die verdienen in ihren, sag ich mal, Online-Projekten teilweise das Zehnfache von dem, was sie so verdienen. Weil es natürlich auch die Frage ist, wie viel Zeit brauchst du dafür? Wenn du sagst, du kannst mit, keine Ahnung, einem Nebengewerbe irgendwie von 5 Stunden genau dasselbe verdienen, also pro Woche das verdienen, was du in deinem festen Gehalt verdienst, also im festen Angestelltenverhältnis verdienst, dann macht es vielleicht Sinn, beides gleichzeitig zu behalten. Man hat die Sicherheit, man hat dann vielleicht das Angestelltenverhältnis. Wenn man dann aber an dem Punkt sagt, okay, wenn man anstatt 40 Stunden dran arbeitet und kann dann auch wirklich das mal nochmal massiv erhöhen, dieses Einkommen daraus, dann macht es natürlich Sinn zu wechseln. Oder wenn man sagt, okay, die Arbeit, die man so hauptberuflich macht, also das Angestelltenverhältnis, macht einem eh keinen Spaß und die Selbstständigkeit macht einem mehr Spaß, dann natürlich, sage ich mal, ist es vielleicht der Wechsel sinnvoll. Grundsätzlich für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte langfristig selbstständig sein, macht es halt dann Sinn, wenn man seine Lebenshaltungskosten durch die Selbstständigkeit decken kann. Da kann man ja eine einfache Rechnung aufmachen. Das heißt, man rechnet aus, okay, wie viel brauche ich zum Leben, wie viel Miete, Essen, Sonstiges, Krankenversicherung, alles Mögliche und dann noch Steuern obendrauf, ganz wichtig, auf die Gesamtzahl oben muss dann die Steuerbelastung drauf. Und dann im Großen und Ganzen hat man das, was man im Umsatz generieren muss, natürlich Betriebsausgaben und alles noch hinzugerechnet. Und schon ist man bei dem, was man zum Leben braucht. Und das ist immer so eine Entscheidung. Manche kündigen relativ schnell, manche lassen sich lieber ein bisschen mehr Zeit. Erfahrungsgemäß, je länger man das natürlich hinauszögert, man hat natürlich das doppelte Gehalt und kann eben, also das doppelte Einkommen und kann eventuell die Selbstständigkeit durch den überschüssigen Bereich schneller zum Wachsen, also das überschüssige Geld schneller zum Wachsen bringen, das darf man auch nicht vergessen. Das ist halt immer wirklich eine individuelle Sache, da gibt es keine Musterformel. Und also wie gesagt, steuerlich ist sowieso ja kein großer Unterschied, weil es eh alles in eine Steuererklärung reinfließt. Ich kenne aber tatsächlich auch ein paar Leute und auch Bekannte, gerade so aus dem IT-Bereich, die zwar angestellt sind, auch so zum Teil so auf 30 Stunden oder so und parallel aber so an Projekten mitarbeiten, zum Teil da irgendwie auch erfolgsbeteiligt sind und das kann halt dann gut funktionieren oder nicht. Und manchmal funktioniert es wahnsinnig gut und fließt da unglaublich viel Geld, aber die haben nicht den Druck, sondern die machen das wirklich einfach, weil sie es gerne machen und haben dadurch, dass sie halt hauptsächlich im Hauptberuf nur angestellt sind, überhaupt gar nicht den Druck, wirklich jetzt abrechenbare Stunden irgendjemand sofort eine Rechnung zu schreiben. Das kann halt auch eine Motivation sein und kann natürlich am Ende trotzdem auch dazu führen, dass man in seinem Nebenjob rein zeitmäßig, wie du sagst, viel mehr verdient. Ist aber tatsächlich steuerlich sowieso irrelevant. Wo es tatsächlich interessant wird, und da möchte ich noch kurz einen Schlenker machen, weil das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, ist immer die Krankenkasse. Weil bei der Krankenkasse, also grundsätzlich, um es mal so zu sagen, bei der Krankenkasse, wenn ich einen Hauptjob habe, habe ich da ja eine Krankenversicherung, eine Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und all das ganze Ding. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich im untergeordneten Rahmen nebenbei noch tätig bin, dann bin ich quasi, kann man schon so sagen, so mitversichert, weil ich habe halt eine Krankenversicherung und wenn ich dann parallel nochmal 100, 200 Euro parallel verdiene als Twitch-Streamer oder als Etsy-Häkeldeckenverkäufer oder sowas, muss ich dafür nicht extra noch eine separate Krankenversicherung abschließen. Ja. Die beschwert sich allerdings, wenn man das länger als 20 Stunden die Woche macht. Also das heißt, und dafür ist das auch wichtig, es gibt, glaube ich, beim Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, glaube ich, auch, aber auch bei der Gewerbeanmeldung muss man sagen, ob man hauptberuflich oder nebenberuflich sich anmeldet. Viele Leute sagen da, warum eigentlich, wenn das steuerlich überhaupt keinen Unterschied macht? Deswegen vor allem. Also das ist der Punkt. Also das Schlimme ist ja, diese Gewerbeanmeldung, die wird im Moment unterschätzt, weil man glaubt nicht, wie viele Behörden und sonstige das weitergereicht wird. Also es geht ja los, IHK, Handwerkskammer, Rundfunkbeitrag wird das weiter mitgeteilt. Krankenkassen wird es, glaube ich, auch mitgeteilt. Das kriegen ja unendlich viele, Institute kriegen diese Gewerbeanmeldung. Also außer der Arbeitgeber halt. Ja. Nee, genau, und da ist das extrem wichtig. Und das bedeutet aber auch, also noch Krankenversicherung, ich meine Krankenversicherungsbeiträge, ich habe keine Ahnung, wo ist der höchste Beitrag, 800 Euro oder so. Das ist für viele Gründer, also gerade Vollzeitgründer, die nur selbstständig sind, die viel größere Kostenpositionen als die Steuer. Deswegen darf man das nicht unterschätzen. Aber auch darf man nicht den Vorteil unterschätzen, dass man quasi mitversichert ist über den Hauptjob. Das wird aber kritisch. Das habe ich mir extra vorbereitet, weil ich das immer aus dem Kopf nicht weiß. Wenn ihr über 20 Stunden die Woche nebenberuflich selbstständig arbeitet, das ist eigentlich relativ klar.
auch wenn das, auch muss das Einkommen von untergeordneter Bedeutung sein. Das heißt, wenn ihr jetzt einen 20-Stunden-Job habt oder einen 21-Stunden-Job als Angestellter und da irgendwie 1200 Euro brutto verdient und parallel 20.000 Euro als Berater in den anderen 19 Stunden die Woche verdient, wird das ein bisschen schwierig, weil dann ganz offensichtlich das nicht mehr der Fall ist. Wäre ja ein geiles Steuersparmodell, insgesamt 20.000 Euro zu verdienen, aber nur auf 1.000 Euro Krankenkasse zu bezahlen. Das wird die Krankenkasse natürlich nicht mitmachen. Und on top, Gründungszuschuss, sobald man Zuschuss bekommt, kann man nicht nebenberuflich gründen. Also wenn ihr das beantragen wollt, dann seid ihr quasi automatisch nicht nebenberuflich selbstständig. Und ihr dürft keine sozialversicherungspflichtigen Angestellten haben als nebenberuflicher Selbstständiger, zumindest nicht für die Krankenkasse. Ihr dürft trotzdem für euch sagen, das ist mein Nebenbei-Ding, dann müsst ihr euch aber halt nochmal separat krankenversichern. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Auch nachvollziehbar. Meine persönliche Erfahrung nach ist, Krankenkassen haben halt, die kann man tatsächlich auch einfach fragen. Also würde ich auch vorher machen und nicht erst laufen lassen und dann nach 2 Jahren fällt einem das auf und muss eventuell für 2 Jahre Krankenkasse nachzahlen. Schreibt den einfach mal. Und gerade Krankenkassen, also mit allen Krankenkassen, mit denen ich zu tun habe, die sind immer da sehr, sehr kooperativ, wenn man das relativ zügig erwähnt und andeutet schon. Und meiner Erfahrung nach auch, die sind ja jetzt, also der einzelne Sachbearbeiter ist jetzt nicht dazu verpflichtet, Umsatz reinzuholen. Das heißt, die werden euch jetzt nicht auf Teufel komm raus ständig sagen, nee, du brauchst eine Versicherung, sondern die werden euch einfach sagen, unter welchen Rahmenbedingungen das wie sich verhält. Und wenn ihr da sagt, ich überlege gerade, mich zu gründen und so weiter, wie wäre es denn, wenn ich so mache oder wie wäre es so? Die können da kompetent Antworten geben und sind auch sehr hilfreich. Also sowohl von der Erreichbarkeit als auch von der digitalen Kommunikation, als auch, man muss nicht das Gefühl haben, dass einem ständig was verkauft wird. Zumindest bei der gesetzlichen ist es der Fall. Das stimmt. Und bei der privaten ist eh egal, weil da zahlt man die Beiträge ja. Ja, es gibt einige Fragen, auch direkt dazu. Tokra fragt, wie prüft die Krankenkasse, ob man länger als 20 Stunden mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit verbringt? Eine sehr gute Frage. Woher wissen die das eigentlich, Roland? Sag doch mal. Das ist eine gute Frage. Meistens fragen sie einfach nach. Nee, also ist aber so, es wird natürlich dann in bestimmten Fällen wird dann schon geprüft. Also wir hatten mal einen Fall, wo es wirklich auch nachgeprüft worden ist bei einem Mandanten. Da ging es aber einfach her. Die haben gesagt, okay, das war eben ein Unternehmensberater oder Unternehmensberaterin, Unternehmensberater war es. Und bei dem war es so, die haben halt einfach dann mal die Rechnungen angefordert. Und da war halt dann eben drauf, dass der halt auf den Rechnungen irgendwann, keine Ahnung, 20, 30 Stunden abgerechnet hat. Und dann war natürlich offensichtlich, dass es in dem Zeitraum, sage ich mal, so beispielhaft März war. Und der hatte 4 Aufträge, 4 mal 30 sind im Grunde 120 und dann ist er drüber gewesen. Also solche Fälle, also die prüfen das natürlich drauf und die dürfen das natürlich auch prüfen. Wenn du nicht alles offenlegst, dann dürfen sie schätzen. Aber wenn es nicht nachweisbar ist, weil du zum Beispiel jetzt, sag ich mal, in dem Bereich bist, wo du einfach mit Pauschalen arbeitest und sagst, okay, egal ob ich eine Stunde oder 20 Stunden arbeite, das fällt keinem auf, weil am Ende der Erfolg entscheidend ist, dann ist natürlich die Frage, wie viel dann würde man es theoretisch nicht so leicht herausbekommen. Aber da natürlich immer, muss man natürlich dann immer sagen, wenn es nach Zeit abgerechnet wird, dann fragen die einfach nach, da gibt es Fragebögen und die muss man natürlich dann auch wahrheitsgetreu beantworten. Ja, es ist gefühlt sage ich, dass in jedem dritten Video ist, nur weil etwas nicht nachgeprüft werden kann, heißt es nicht, dass es erlaubt ist. Ja. Aber ja, es ist, also ja, ja, genau. Also es lässt sich zum Teil halt einfach nicht nachprüfen. Genau. Also klar, Stunden abrechnen, das ist ein Eigentor. Genau. Also, für alles bei andere. Bei Selbstständigen immer das Problem. Also, dass man irgendwie, man kann nie nachweisen, wie viel arbeitet jemand wirklich. Also man heißt, ja, ich arbeite jetzt als Selbstständiger bloß auf 10 Stunden, weil man vielleicht 10 abrechenbare Stunden hat. Aber wie viel Zeit man zum Beispiel auch mit Buchhaltung verschwendet, wenn man sie nicht, wie gesagt, über einen Steuerberater oder über Contest machen lässt. Ich wollte gerade sagen, wenn man sie nicht an uns abgibt, dann ist allein das ja schon quasi fast ein 20-Stunden-Job. Genau, richtig. Nee, also von daher, wie gesagt, also da muss man natürlich schon aufpassen, dass man sich da nicht, sag ich mal, irgendwo in die Nesseln setzt. Grundsätzlich ist es auch so, die Verwaltungsstunden werden bei solchen Sachen auch immer rausgerechnet. Das ist ganz klar. Also das habe ich selber zum Beispiel mit meinem Elterngeldantrag, weil ich bin jetzt halt auch in Elternzeit demnächst. Von daher ist es so, da wird ja auch bloß auf die aktive Zeit, also da, wo du wirklich operativ tätig bist, das ist ja auch bei allen anderen Versicherungen, Berufsunfähigkeit und allen möglichen Krankenversicherungen, du darfst ja verwaltungstechnisch aktiv sein, nur nicht operativ tätig sein. Also sprich, als Steuerberater dürftest du keine Mandanten beraten, du darfst aber deinen Leuten, deinen Angestellten sagen, die Steuererklärung machst du, die Buchhaltung machst du oder sonstiges, das dürftest du machen. Also das muss man auch ganz klar trennen davon. Ja.
Ja, ist auch, also wir haben genau das Gleiche, weil meine Frau gerade in Elternzeit ist. Und das war auch für den Elterngeldantrag war das gar nicht das Problem. Tatsächlich war aber auch da die Krankenkasse das Problem. Ja. Die wollten einen Nachweis haben, dass das Gewerbe doch mindestens auf Eis gelegt wurde oder also ruhen gestellt oder irgendwie sowas oder abgemeldet wurde. Ja. Da wollten sie tatsächlich einen Nachweis haben. Haben sie jetzt bekommen. Das ist halt, ja, bei Selbstständigen halt immer nicht so ganz einfach. Ja. Genau, und dann kommt Nikolai, hat noch eine ganz ein bisschen andere Frage. Wie sieht die Buchführung als beratender Betriebswirt aus? Ist das ein Kleingewerbe oder ein Freiberuf? Also Gewerbe oder Freiberuf? Sowieso noch ein Wort zum Thema Kleingewerbe, weil ich immer Kleingewerbe überall, auch wenn ich Google-Suchanalysen mache, so Keyword-Analysen mache, wie oft gesucht wird. Und so viele Leute suchen nach Kleingewerbe. Da wird ganz häufig Kleinunternehmerregelung und Gewerbe durcheinander geworfen. Natürlich gibt es auch ein Kleingewerbe, was nicht im Handelsregister eingetragen werden muss, sind die allermeisten, die halt irgendwie so als Solo-Selbstständige gründen. Ihr seid in erster Linie Gewerbetreibende. Und Kleinunternehmerregelung ist etwas ganz anderes. Es ist nur eine Regelung, nur für die Umsatzsteuer, die keine Umsatzsteuer zahlen muss. Das ist der Unterschied. Das wird aber ganz, ganz häufig auch durcheinander geworfen, auch im Internet, weil da gibt es irgendwelche SEO-Optimierer gesehen, da gibt es ähnliche Wörter und dann wird Kleingewerbe und Kleinunternehmer wie in einen Topf geworfen, was dazu führt, dass es alle Menschen verwirrt. Ja. aber tatsächlich ist die Frage von Nikolai durchaus berechtigt. Als beratender Betriebswirt, bin ich Gewerbetreibender oder Freiberufler? Also grundsätzlich ist es so, wenn du sagst, beratender Betriebswirt bedeutet, also ich gehe davon aus, dass du ein abgeschlossenes Studium hast. Mit einem abgeschlossenen Studium bist du grundsätzlich dann in den freiberuflichen Bereich drin, weil du dann ein abgeschlossenes Studium hast und dann, wenn du Unternehmensberatung machst, dann bist du im Großen und Ganzen ganz einfach Freiberufler. Bist du hingegen nicht studierter, sage ich mal, Unternehmensberater, dann bist du gewerblich tätig. Also das ist immer, kommt immer auf die Vorbildung drauf an. Genau, also das ist so die Grenze, die auch die Finanzgerichte so gezogen haben, wo es darum ging, auch so bei IT-Beratern, wenn derjenige ein Studium hat, dann ist er freiberuflich, wenn er kein Studium hat, dann ist er im Grunde Gewerbetreibender. Ja, schön. Herzlichen Dank. Und die Buchhaltung macht man einfach so natürlich über Contest, war die zweite Frage, wie man die Buchhaltung macht. Ach so, ja, genau. Nee, was grundsätzlich klar ist, wenn du Freiberufler, dann musst du eine Einnahmenüberschussrechnung stellen, richtig, nicht bilanzieren. Das ist nochmal wichtig. Genau. Und wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung machst, dann helfen wir dir gerne. Also am einfachsten, ich glaube, der obersten Link in der Videobeschreibung und dann nehmen wir dir den ganzen Krempel einfach ab. Obay schreibt, ich habe ein Gewerbeeinzelunternehmen angemeldet, bin aber noch nicht aktiv und habe keine Umsätze erzielt. Wie sieht es für mich mit den Steuererklärungen dann aus? Oh, die Frage bekomme ich auch ganz, ganz häufig, weil ich, also früher habe ich es auch so gemacht. Ich will irgendwas machen, gründe gleich mal ein Gewerbe an und dann habe ich ein angemeldetes Gewerbe und dann dauert das aber doch nochmal ein halbes Jahr oder Jahr oder sogar zwei Jahre, bis es losgeht. Ja. Muss ich denn eine Steuererklärung machen? Ja, musst du in dem Fall, auch da ist wieder der Fall, das Finanzamt weiß ja nicht, dass du keinen Umsatz gemacht hast. Das ist ja immer der Punkt, diese Einnahmenüberschussrechnung und diese ganzen Steuererklärungen, die machst du damit, um dem Finanzamt mitzuteilen, hey, ich habe hier im Großen und Ganzen diese Umsätze gemacht oder ich habe sie nicht gemacht und damit musst du es halt dem Finanzamt mitteilen. Das ist einfach der Hintergrund. Und auch wenn du null Umsatz hast, dann musst du halt eine Einnahmenüberschussrechnung mit null abgeben. So einfach ist das. Geht ja Gott sei Dank dann auch relativ schnell. Also sogar egal, ob du, also das in diesem Fall würde ich dir sogar raten, dann solltest du uns nicht nutzen, weil das ist so schnell einfach selber gemacht, im Zweifel über Elster Online und dann kannst du einfach jeden Voranmeldezeitraum duplizieren und einfach die Nullmeldung, also Nullmeldung wirklich überall einfach Null drin stehen haben und abschicken. Und dann hast du die Frist gewarnt und dann nervt dich das Finanzamt auch nicht. Das ist, glaube ich, wichtig. Wenn es denn losgeht, dann können wir dir gerne helfen. Aber Nullmeldung haben wir tatsächlich häufiger mal. Oh, ich habe gegründet, ich muss jetzt irgendwas machen, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, du willst uns dafür nicht monatlich Geld bezahlen, dass wir da drei Klicks machen. Mach halt selber. Und sobald es denn losgeht, kommt dann. interessante, wichtige Ergänzung auch von Nikolai eben, weil beratender Betriebswirt ist, er hat seinen Abschluss an der Fachhochschule für Wirtschaft gemacht. Also nicht Universität, aber schon studiert an der Fachhochschule.
Frage, Fachschule oder Fachhochschule? So, Moment, ich kann nicht mal lesen. Fachschule hat er Also geschrieben. Fachschule, also eine Fachschule, das klingt für mich jetzt eher nach einer, nicht nach einem direkten Studium. Eine Fachhochschule ist ja auch, sagen wir, der kleine Bruder, die kleine Schwester von der Universität. Das wäre freiberuflich. Wenn es ein sowas ist wie ein IHK-Abschluss oder ein Handwerkskammer-Abschluss, dann wäre man im gewerblichen Bereich. Ja. Das müsste man aber im Detail einfach mal beim Finanzamt auch vorlegen und die fragen, wie die das gerne haben wollen, weil das ist wirklich eine Einordnung, die kann ich jetzt so nicht sagen. Ach so, ist ein Bachelor. Okay, also wenn es ein Bachelor wiederum ist, dann ist es eigentlich wieder freiberuflich. Aber ich denke, da besser, am besten mal mit dem Finanzamt direkt sprechen und das denen offenlegen. Dann können die das direkt sagen. Tatsächlich, also rein jetzt aus meiner Erfahrung wieder, das ist so, deswegen, Roland ist heute dafür da, die fachlich richtigen Antworten zu geben und ich die pragmatischen, wie es wie es schon zigmal selber gemacht. Ich habe, glaube ich, 6-mal in meinem Leben gegründet und meine Mama ist selbstständig, mein Papa ist selbstständig, meine Frau ist selbstständig und also in meinem Leben allein im Privatbereich schon über 10-mal gegründet oder begleitet. Tatsächlich ist meine Frau grundsätzlich auch, die hat ein Studium und wäre theoretisch freiberuflich gewesen. Aber sie will halt bestimmte Tätigkeit machen, die unter Umständen mehr in die Richtung Gewerbe gehen. Das Problem, also mein rein praktisches Problem mit Freiberuflichkeit ist, man ist dann auch relativ limitiert, das zu machen, was man da macht. Wenn man relativ breit auftreten möchte und sich das auch offen halten möchte, dass man mal irgendwie Produkte verkauft oder allein Online-Kurse ist auch schon sehr schwierig zu sagen, okay, was produziere ich eigentlich? Weil wenn dein Geschäftsmodell nicht beratender Betriebswirt ist, sondern Leuten Videos zu verkaufen, ist das kein beratender Betriebswirt mehr, sondern dann ist es ein anderes Geschäftsmodell. Bei einer Frau war es einfach so, dass sie auch online eine relativ große Reichweite hat und dann Werbeplacement, Werbebuchungen hat, was auch keine freiberufliche Tätigkeit in der Form mehr ist. Und sie hat tatsächlich, weil sie das vorher schon gesehen hat, dass sie wahrscheinlich in dem Bereich zumindest immer was macht, hat sie gesagt, ey, ich will mir dieses Korsett, auch wenn es Vorteile hat, bürokratisch gesehen, gar nicht anlegen, als Freiberuflerin jetzt aktiv zu sein, sondern ich gehe von vornherein auf Gewerbebetrieb und habe dann diese diese Einschränkung gar nicht, sondern ich kann eigentlich tun und lassen, was ich will, mache halt einfach Gewerbesteuererklärung. So groß ist die Zusatzbelastung auch gar nicht, wenn man gewerbesteuerpflichtig ist, wenn man die Gewerbesteuer ja anrechnen kann auf die Einkommensteuer, ist das tatsächlich rein pragmatisch, wenn man sich selber auch noch so in seinem Geschäftsmodell zurechtfinden möchte, ist der Freiberufler gar nicht unbedingt pauschal immer besser, gerade wegen der inhaltlichen Einschränkung, die man dann eventuell hat. Also ich sage mal so, man muss natürlich in manchen Bereichen aufpassen. Wir haben ja auch einige zum Beispiel Musiker, die auf Twitch unterwegs sind, die auf YouTube Ja. unterwegs sind. Und das ist halt immer gerade das Kritische. Was natürlich man da nicht unterschätzen darf, ist, es gibt ja manche Berufsgruppen, vor allem auch im ja, Medienbereich, wenn man zum Beispiel auch in der Künstler- oder Sozialkasse eventuell dort einzahlt und eventuell dort was rausbekommen würde, dann verliert man diesen Status. Also da muss man schon aufpassen, wenn man grundsätzlich so eine Art Berufsverbund ist, wie jetzt Künstler, Steuerberater, Rechtsanwälte dürfen wir sowieso nicht oder auch Ärzte, da gibt es halt immer wieder Probleme, weil du natürlich dann in die Problematik reinrauschen kannst, dass du eventuell Vorteile, die du dann sonst hättest, verlierst. Aber es ist halt immer die Abwägung, wenn ich einen Online-Kurs gut verkaufe, dann interessiert mich vielleicht die KSK, Künstler, Sozialkasse, die Rente aus dem Künstlerbereich in ein paar Jahren überhaupt nicht. Oder zum Beispiel aber auch natürlich, wenn du in dem Fall ein Musiklehrer bist und dann einen Online-Kurs auch noch für Musikthemen hast, dann verdienst du wahrscheinlich mehr, als dir das auf der anderen Seite irgendwie nur der Fokus auf, ich gebe jetzt meine Unterrichtsstunden, ja, monetär einfach mehr bringt als diese finanzielle steuerliche Belastung. Haben wir tatsächlich sogar einen, das kann ich zumindest so weit so sagen, ohne was zu verraten, haben wir tatsächlich einen Lehrer, der jetzt vorher 1:1 Unterricht immer gemacht hat und jetzt während Corona angefangen hat, auch Videos, also einfach Zugänge zu so einer Plattform zu verkaufen und sein Geschäftsmodell umgestellt hat. Auch da war er vorher rein freiberuflich tätig, weil Unterricht eine Tätigkeit und anschließend eigentlich von seiner Art der Tätigkeit und von den Abläufen relativ wenig geändert, aber steuerlich hat sich es komplett geändert. Und den haben wir tatsächlich umgemeldet. Weil er gesagt hat, okay, nö, das läuft so gut, warum sollte ich nach Corona damit wieder aufhören? Christoph schreibt, ich zahle rund 580 € an Steuern auf mein Angestellteneinkommen. Kann ich jetzt als Freiberufler mir jemanden für 450 € anstellen und habe dann jemand, der mir hilft for free, wenn ich es absetze? Auch eine sehr gute Frage.
Dann antworte ich mal darauf, auf diese sehr, sehr gute Frage. Jein. Also, so einfach ist es nicht. Und zwar ist es so, dass die Betriebsausgaben ja nicht zu 100% deine Steuerbelastung mindern. Also der Steuersatz beträgt, sagen wir mal, in dem Fall 10-20%. Und in dem Fall wäre es so, diese 450 Euro würden deine Steuerbelastung nur um 10-20% mindern, wenn dein Steuersatz in dieser Größenordnung ist. Also das heißt, weil du minderst dann die Betriebsausgaben und damit die Bemessungsgrundlage, es ist aber keine dritte Steueranrechnung in diesem Fall, dass du diese 450 1 zu 1 auf deine 580 Steuerbelastung runterrechnen kannst. Das geht leider nicht. Genau, das ist also, es ist, ich habe dazu auch mal ein Video aufgenommen, speziell so das Berechnungsschema von so einer Einkommensteuer. Du kannst auch in Paragraph 2 Einkommensteuergesetz reingucken, das ist ein bisschen langweiliger. Aber habe ich theoretisch ja auch irgendwo stehen. Aber guck dir das Video gerne mal an, da bin ich einmal durchgegangen. Und das Ding ist halt eben, du machst dann Gewinn. Also es ist für dich schon auch günstiger, das jetzt so zu machen, weil du kriegst halt immerhin in Höhe deines individuellen Steuersatzes tatsächlich das, umgangssprachlich gesagt, subventioniert vom Finanzamt. Ist natürlich ein bisschen Quatsch, weil das andere Geld hast du ja vorher auch schon erarbeitet in meinem Angestelltenverhältnis. Deswegen ist es für dich schon zumindest günstiger, als wenn du es ohne Hauptjob einfach selber machst, weil du hast halt schon Einkommen. Aber ja, es ist leider nicht, dass du es komplett aus der Steuer bezahlst. Das sagt man auch häufig. Ich bin die ganze Zeit dabei, immer Werbepartner wegzubloggen, die vor diesem Kanal Werbung schalten, weil die immer sagen, ey, das kannst du hier, du kannst dein Vermögen aus deiner Steuer schalten. Das Finanzamt bezahlt dir deine Immobilie. Nee, ganz so einfach ist es leider auch nicht. Lee Marie schreibt, ich bin Künstlerin. Kunst studierte habe ich nicht und das habe ich auch nicht vor. Das Geschäft läuft gut, auch ohne das Studium. Darf ich mich freiberufliche Künstlerin nennen? Grundsätzlich ja, ich glaube Kunst ist da, also ich bin jetzt in diesem Bereich, wenn du wirklich Künstlerin bist, nicht ganz so tief drin, weil Kunst ist ja auch unabhängig vom Studium meines Wissens eine künstlerische Tätigkeit, was bedeutet, auch als Musiker oder, also du brauchst keinen Abschluss als Malerin, keinen Abschluss als Musikerin, damit du als Künstlerin freiberuflich tätig sein kannst. Das ist, wie gesagt, also von daher kannst du dich freiberufliche Künstlerin, also Künstlerin kannst du dich nennen. Also ich bin auch manchmal Künstler. Steuerkünstler. Kann ich quasi so bestätigen, weil mein Papa tatsächlich Künstler ist. Okay, das bei Künstler, also du brauchst jetzt nicht ein Studium oder Ausbildung in dem Bereich, weil kann das Finanzamt nicht vorschreiben, was jetzt Kunst ist und nicht. Ja. Wobei, die machen es halt zum Teil. Und zwar bei dir wird eher das Problem sein, ist, wenn du Künstlerin bist und Serien produzierst beispielsweise von etwas oder du hast irgendein Bild gemalt und verkaufst davon aber Abzüge, also Kunstdruck und machst das auf Postkarten und solche Sachen, dann ist dieses ich verkaufe Postkarten von meinem Bild und solche Geschichten, ist das halt keine künstlerische Tätigkeit mehr, weil dann hast du Produkte. Und das ist dann wieder ein gewerblicher Teil und der darf nicht im Mittelpunkt stehen. Das hat nämlich mein Papa irgendwann gehabt, dass der Serien angefangen hat und dann ist er quasi nicht mehr Künstler gewesen, weil der auch nach Finanzamt zu viel Serie produziert hat. Und wenn du eine Serie hast, dann ist es halt eine Produktion und eine Produktion ist keine Kunst mehr. Kunst ist wirklich Unikate schaffen. Und das ist eher bei Künstlern so ein bisschen das Problem, weil als Künstler, klar kann man davon leben, aber es ist dann halt häufig auch so eine Mischform irgendwie. Ja. Manchmal läuft es gut, manchmal schlecht und manchmal ganz schlecht. aber genau, und das ist für dich eher interessant als die akademische Ausbildung. Das ist bei einem, wenn du es getrennt hast, dann ist ja sowieso easy. Schreibt sie gerade, Gewerbe hat sie auch. Das ist dann auch die Möglichkeit, hat mein Papa auch gemacht, nur dass er den gewerblichen Teil in der GmbH ausgelagert hat. Ja. Ganz anderes Thema, kann man bestimmt irgendwann nochmal vertiefen in Videos bearbeiten. Obay hat nochmal gesagt, er hat von seinen Geldern aus dem Ausland Geld für sein Gewerbe, für die Gründung bekommen. Das muss jetzt nicht unbedingt Ausland sein, das spoilere ich jetzt schon mal. Die Frage kriegst aber du, Roland. Wenn ich von Verwandten, Bekannten, von irgendwo Geld bekomme für meine Selbstständigkeit, wie muss ich das denn versteuern? Also, grundsätzlich kommt es darauf an, natürlich, wer das ist. Das war jetzt vielleicht der Opa, oder? Nee, wenn man das Eltern, war Obay. Eltern. Nee, Obay. Eltern.
Wobei, ja, so, ja, genau, deswegen war ich gerade, also von den Eltern aus dem Ausland. Also grundsätzlich ist es kein Problem. Wenn man so eine Art Gründungszuschuss von den Eltern bekommt, sage ich mal so, ist es normalerweise eine freigebige Zuwendung. Kommt natürlich darauf an, wie hoch ist der Betrag. An die Kinder ist es bis zu 400.000 Euro steuerfrei, alle 10 Jahre. Wenn es jetzt, wie ich jetzt gerade zuerst eben von Opa oder Oma gedacht habe, ist es bis 20.000 Euro steuerfrei. Außer natürlich, die Eltern sollten nicht mehr leben, dann gibt es natürlich da auch Sonderregelungen, aber grundsätzlich ist es so, dass da natürlich auch vom fremden Dritten 20.000 Euro diese Regelung gilt und dementsprechend man das nicht machen muss. Also das heißt, man muss es nicht versteuern, die Eltern müssen nichts versteuern, man selbst muss nichts versteuern. Ja. Außer es sind 5 Millionen, 6 Millionen, ich kenne gar nicht, ehrlicherweise, Schenkungssteuer kenne ich mich gar nicht aus, aber diese Grenzen sind nicht ganz niedrig. Genau, eine Frage, die ich beantworte, ist von Igor. Hab ein Nebengewerbe angemeldet im Bereich Provisionsarbeit im Internet. Könnt ihr von Contest mich da auch steuerlich beraten? Ja, du findest den Link als ersten Link in der Videobeschreibung oder ich glaube auch angepinnt im Chat. Melde dich gerne, wir gucken uns das einmal an. Und dann können wir dir gerne helfen, auch mit deiner Buchhaltung und Beratung und was auch immer du brauchst. Muss mich ganz kurz korrigieren. Ich habe eine Null vergessen. Bei Enkelkindern sind es 200.000 Euro. Entschuldigung, an dieser Stelle. Okay, reichen. Für die meisten Einzelunternehmen sollte es reichen. Ja. Nee, da bin ich tatsächlich bei dem Ganzen. Also deswegen, Igor auch, Schenkungssteuer, das ist nicht meins. Also wir haben auch andere Leute, die kennen sich damit aus, aber ja. Meinst du gar nicht. Damit habe ich in meinem Leben nie zu tun gehabt. tatsächlich. Ein Punkt, eine Frage, die habe ich vorhin gesehen, das fand ich auch sehr spannend. Und zwar, was mache ich, wenn ich mich jetzt nebenbei selbstständig mache, was mache ich denn mit den Sachen, die ich vorher irgendwann mal als quasi privat gekauft habe und später entweder verkaufen will im Rahmen meines Gewerbes oder aber nutze. Also, keine Ahnung, Schreibtischstuhl privat gekauft und dann werde ich aber selbstständig, benutze ihn beruflich. Was kann ich dann machen? Also grundsätzlich kommt es darauf an, wann wurden sie gekauft. Wenn es jetzt, sage ich mal, schon vor Jahrzehnten war und man auf dem Kinderstuhl, den man damals von seinen Eltern bekommen hat, als man aus dem Studium ausgezogen ist und dann sich selbstständig macht und dann den da verwendet, dann ist das Ganze abgelaufen. Wenn es jetzt, sage ich mal, so, keine Ahnung, im selben Jahr war, dann würde ich es in dem Zusammenhang in die Einnahmenüberschussrechnung mit reinnehmen, weil dann kann man sagen, okay, der Schreibtisch wurde halt vorher angeschafft für diese Tätigkeit, die man vielleicht erst 1-2 Monate später angemeldet hat. Wenn es im Jahr vorher war, bewegt man sich in den sogenannten vorweggenommenen Betriebsausgaben. Wichtig ist aber natürlich an der Stelle, man braucht natürlich auch dort alle Belege. Das heißt, man kann nicht sagen, ach, den Stuhl habe ich letztes Jahr für 200 Euro gekauft, das nehme ich jetzt mit rein und das passt schon. Und dann fragt das Finanzamt vielleicht nach, okay, wie kommen die vorweggenommenen Betriebsausgaben zustande? So muss man es halt auch nachweisen können. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Also da auch da wirklich nicht unterschätzen, das Finanzamt fragt auch da regelmäßig nach. Wenn es schon 2-3 Jahre vorher war, dann könnte es schon ein bisschen kritischer werden, dass man da vielleicht es mit reinbekommt. Wenn die Steuererklärung noch nicht gemacht ist, kann man es mit reinnehmen, kann es versuchen, das ist die pragmatische Lösung, aber erfahrungsgemäß wird es oftmals auch abgelehnt, dann in den Fällen. Weil man sagt, man wusste nicht, zum Beispiel 2018 schon, dass man 2021 ein Gewerbe gründet. Kann der Finanzbeamte argumentieren. Ist halt leider so, aber wäre nachvollziehbar. Ja. Alter, also sobald ihr wisst, dass ihr euch selbstständig machen wollt, solltet ihr euch lieber auch ein bisschen früher anmelden. Hat Philipp auch eine ähnliche Frage dazu, perfekte Überleitung. Er will sich nämlich auf jeden Fall neben seinem Studium selbstständig machen, als Software- und Webentwickler. Und das Studium fängt aber erst im Oktober an. Muss er jetzt so lange darauf warten? Ich würde sehr gerne jetzt schon anfangen. Das Studium fängt aber erst später an. Muss er da irgendwas beachten? Das heißt, er weiß jetzt schon, dass er ab Oktober auf jeden Fall selbstständig ist, beziehungsweise würde er idealerweise als Selbstständiger jetzt schon anfangen. Wäre meine Frage, weil ich verstehe die Frage nicht ganz. Wieso willst du bis Oktober warten? Mach dich doch gleich selbstständig, ganz einfach. Also, knappe Antwort darauf. Es gibt keinen Grund zu warten, weil wenn du jetzt schon das Know-how hast und dir das, sag ich mal, bloß durch Studium dann vertiefen willst, du wirst sowieso in dem Fall in die gewerbliche Tätigkeit reinkommen, weil du kein abgeschlossenes Studium hast. Also, das ist beim IT-Bereich, ist es leider so knallhart geregelt. Gibt es mehrere Urteile dazu. Aber wieso solltest du jetzt bis Oktober warten? Fang doch jetzt schon an, dann kannst du dir vielleicht schon, wenn du ausziehst, auch von zu Hause eine schickere Bude leisten, wenn die Einnahmen schon dementsprechend passen. Gibt tausende Möglichkeiten. Ich würde es nicht bis Oktober warten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Außer du schreibst dann noch Abi, dann vielleicht warten, bis das Abi vorbei ist und erst mal aufs Abi konzentrieren. Die Prüfungen stehen gerade an, oder? Ja, ich glaube, aktuell sind sie gerade irgendwo. Ja. Ich kenne die Gründer von Simple Club, die haben letztens irgendwie geteilt, also die Mathe-Nachhilfe und so weiter. Ich glaube, Mathe war die Woche dran. Aber genau, also ich verstehe den Gedankengang, dass man da irgendwann einen Knoten hat, aber du musst überhaupt auf gar nichts warten mit deiner Selbstständigkeit. Christoph hat auch eine gute Frage, kommt auch häufiger. Er hat jetzt gerade gegründet und im Vorjahr also unter 1.000 Euro an Umsatzsteuer gezahlt. Es geht um die Umsatzsteuervormeldefrequenz, also wann muss er die abgeben? Ja. Braucht er für dieses Jahr jetzt nur einmal machen, weil letztes Jahr hat er als Gründer ja offensichtlich gar keine Umsatzsteuer gezahlt. Das reicht es, das heißt, wenn er es einmal im Jahr macht, oder muss es irgendwie anders gemacht werden? Nee, also genau, wenn du unter 1.000 bist, dann musst du die Umsatz, dann bist du von der Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung befreit, bedeutet einmal jährlich und damit ist es dann erledigt. Also wenn du natürlich, aber es gibt auch die Fälle, wenn du sagst zum Beispiel, okay, du rechnest dieses Jahr schon mit erheblich mehr Einnahmen und eventuell auch oder auf der anderen Seite mit mehr Investitionen, dann macht es manchmal Sinn zu sagen, okay, man macht es quartalsweise. Also da haben wir jetzt einen Mandanten, der hat letztes Jahr gestartet und der plant dieses Jahr, weil er mit einem Immobilienverkauf sehr viel Cash gemacht hat, jetzt sehr viel zu investieren und da geht es über einen größeren sechsstelligen Betrag, den jetzt dieses Jahr in sein Unternehmen investieren will. Der würde die massive Vorsteuererstattung erst nächstes Jahr bekommen, will aber halt jetzt das schon im Grunde monatlich bzw. quartalsweise, da schauen wir jetzt gerade noch, was er will, aber dass wir es halt vorziehen und damit sagen, okay, er holt sich jetzt schon quartalsweise oder monatlich die Vorsteuererstattungen, damit er hier einfach einen Liquiditäts-, also nicht zu einem zu massiven Liquiditätsengpass kriegt dann, wenn er es finanziert. Genau. Ja. Christoph, da du so oft kommentierst, weiß ich nicht genau, ob du jetzt unser Mandant bist oder nicht, aber wenn überhaupt, würden wir sie sowieso für dich machen. Also ein bisschen abhängig auch davon, was du in den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung so reingeschrieben hast. das kann, weiß ich nicht genau, ob da, aber können wir dir natürlich auch gerne helfen, wenn du denn unser Mandant sein solltest. Dann ist es für dich sowieso keine Arbeit. Aber tatsächlich rate ich das den allermeisten sowieso auch. Sagst, wenn du da sowieso keine manuelle Arbeit hast, dann mach es lieber so feinmaschig wie nur irgendwie möglich, als dass sich da irgendwas in Zukunft dann ansammelt und du große, riesen Steuerrücklagen hast, die aber eigentlich schon beim Finanzamt hätten sein sollen oder so. Denn lieber engmaschiger das Ganze. Erst seit heute Mandant. Ja, bitte, herzlich willkommen. Dann würde ich dir sowieso empfehlen, reich die Unterlagen so schnell wie möglich ein und mach die Frequenz auch, sollte dann eher ein bisschen höher sein. Und wenn du gerade neu gründest, dann helfen wir dir wahrscheinlich dabei sowieso. Dann hast du wahrscheinlich mit Betty oder mit Manfred oder so zur Gründung zu tun. Richte liebe Grüße aus von mir. Und wenn du Fragen hast, ja genau, dann schrei einfach, dann hast du uns ja quasi an deiner Seite. Ich habe gerade jetzt parallel geguckt auf Instagram, ob da jetzt noch Fragen reingekommen sind. Solltet ihr sowieso machen, Conti Steuerberatung und Steuern mit Kopf auf Instagram. Sehr gerne. Da ist noch eine Frage reingekommen von Tok, oder? Und zwar, was muss ich beachten, wenn ich ein Gewerbe pausieren möchte und welche Verpflichtungen und möglichen Nachteile entstehen beim Pausieren? Entstehen spezielle Kosten beim Pausieren eines Gewerbes? Ja. Sehr gute Frage. Grundsätzlich ja und nein. Also ich sage mal so, bis zu einem gewissen Punkt kannst du ein Gewerbe, sage ich mal, pausieren und das Finanzamt geht das auch bis zu einem gewissen Punkt mit, wenn die Gründe da sind. Ab einem gewissen Punkt verlangt das Finanzamt einfach, dass du das Gewerbe aufgibst. Also da gibt es auch die Fälle, grundsätzlich Nachteile entstehen dir keine. Du musst halt weiter eine Einnahmenüberschussrechnung, die Meldungen alle abgeben, aber pausieren ist möglich, Kosten entstehen keine. Aber wie gesagt, es ist, wenn du wirklich pausierst aus vielleicht persönlichen, gesundheitlichen Gründen, was es sein kann, dann macht es vielleicht Sinn, es eher kurz aufzugeben, wenn wirklich auch nicht absehbar ist, ob das wieder aufgenommen wird, weil irgendwann, erfahrungsgemäß auch da, 2 bis 5 Jahre ist der Horizont, je nachdem, mit welchem Finanzamt du zu tun hast, sagen die ganz einfach, bitte jetzt eine Aufgabeerklärung oder sie fordern dich einfach auf, eine Zwangsaufgabe zu machen und dann musst du sowieso alle stillen Reserven, die eventuell im Unternehmen sind, aufdecken. Wenn du nichts im Unternehmen hast, keine stillen Reserven oder irgendwas, dann kannst du auch einfach abmelden und die meldest du es irgendwann, wenn du wieder ins Brauchst wieder an. Schön, herzlichen Dank. Blick auf die Zeit. Ich will deine, ihr habt erwähnt, oder Roland hat es schon euch gesagt, dass Elternzeit ansteht. Möchte ich dich nicht zu lange in Beschlag nehmen. Alles gut. Erstmal, Christoph hat gesagt, Freitag hat er einen Termin mit Manfred. Ich wusste es. Liebe Grüße, Manfred Westermann, der hat so viel Berufserfahrung wie wir alle zusammen.
Der hat irgendwann mal im Finanzamt gelernt, aber ganz lange her. Also, Oh. es soll jetzt nicht so böse klingen, aber er ist tatsächlich über 70, hat aber Langeweile gehabt und hat gesagt, ey, mein Leben lang immer Gründer gewesen, irgendwann mal im Finanzamt gelernt, viele da, der hat wirklich alles gesehen. Ist wirklich, Und finde jetzt ich, bei einer der super. digitalsten Steuerberatungen der Bundesrepublik Deutschland. Das Der hat wiederholt. tatsächlich, der hat sich irgendwann beworben, ist auch, also finde ich tatsächlich faszinierend. Der hat gesagt, ich arbeite jetzt nicht mehr, aber irgendwie, ich langweile mich, habe immer gegründet und so. Ich möchte gern Leuten, die gerade neu anfangen wollen, gerne helfen und so weiter. Und der macht bei uns vor allen Dingen in erster Linie Gründungsberatung, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen, Gewerbeanmeldung und solche Sachen. Aber der hat Cool. wirklich alles schon mal gesehen, was man irgendwie sehen kann. Macht ihr das auch als Dienstleistung? Ja. Cool. Ja, das wusste ich jetzt zum Ja. Beispiel nicht. Also ich dachte immer, jemand macht das Laufende. Nee, ist Da tatsächlich speziell jetzt für Gründer machen wir das Ganze mit. Okay. Wir haben uns tatsächlich viel, viel darüber diskutiert. Berechnen wir tatsächlich auch gar nicht extra einzeln. Aber wir haben mit einigen, wir haben verglichen Neugründer und quasi Unternehmen, die schon seit 10 Jahren existieren. Und ehrlicherweise sind Neugründer am schönsten, weil also gemeinsam mit denen das aufzusetzen und dann alles schon da zu haben und auch von vornherein vielleicht eventuelle Geburtsfehler, die man bei so einer Registrierung machen kann, zu vermeiden, ist tatsächlich für uns und für den Kunden sehr viel einfacher, als irgendwelche selbstgebauten Unternehmenskonstrukte irgendwann zu übernehmen und erstmal aufräumen zu müssen. Deswegen haben wir gesagt, ey, machen wir super gerne. Manfred ist, und da ist der beste Mann dafür. Manfred ist der Mann dafür. 100%ig. Wenn ihr wissen wollt, wer Manfred ist, müsst ihr auf Kontist Steuerberatung auf TikTok gucken. Da gibt es nicht viele Videos, aber Manfreds Money Monday haben wir das, glaube ich, genannt. Seht ihr ihn auch in Person. Ja, super. Off Topic, Kontist funktioniert nur mit deutschen Wohnsitz? Ja. Und hat vor allen Dingen den Grund, dass du sonst zumindest für die Steuer unter Umständen ziemlich wahrscheinlich vielleicht gar nicht in Deutschland steuerpflichtig bist. Und wir natürlich auch die App, auch rein, die Ja. Banking-App natürlich aufs deutsche Steuersystem ausgelegt ist, weil du in anderen Ländern halt andere Umsatzsteuersätze hast und so weiter. Deswegen wirst du mit Sitz im Ausland sowieso nicht wirklich davon profitieren können. In den allermeisten Fällen. Ja. Genau, und Philipp hat nochmal gesagt, und das kann ich ganz kurz beantworten, weil dazu gibt es Tutorials ohne Ende. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt ein Gewerbe gründe? Du bist derjenige, der vor seinem Studium anfängt, ne? Dann ziehst du um mit deinem Studium, das heißt, deine Adresse ändert sich. Wie änderst du das Ganze um? Ich würde dir empfehlen, dass du dir sowieso dich am Anfang erstmal bei Elster Online registrierst und alles über Elster Online machst, also sowohl den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, die ganze Anmeldung. Und dann kannst du da auch einfach die Adresse ummelden. Also Elster Online ist quasi das Online-Portal vom Finanzamt. Da kannst du das Ganze alles online einfach ändern. Geht auch echt schnell. Also auch ich meckere immer gerade so ein bisschen über den Digitalisierungsgrad der Finanzämter in Deutschland. Aber Elster Online ist tatsächlich in der Usability Katastrophe und du als Softwareentwickler oder angehender Softwareentwickler wirst das damit zustimmen. Das ist nicht besonders intuitiv zu bedienen. Aber wenn man sich da mal so zurechtgewurschtelt hast, dann funktioniert das tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Da kannst du zum Beispiel deine Adresse ändern. Und weil es nicht so intuitiv ist, gibt es auf diesem Kanal auch eine ganze Reihe an Tutorials, wo ich das einfach Schritt für Schritt zeige, wie du das alles ausfüllen kannst und wo du was findest und so weiter. Gut, denn eine Abfrage noch, eine Abfrage, eine letzte, allerletzte Frage. Und zwar will Tokra wissen, du hast vorhin stille Reserven gesagt. Was sind das? Sind das die Reserven, die still sind? Ja, das ist, wenn man irgendwelche Fachbegriffe in den Raum Man muss immer schmeißt. Nein. das umschalten, ne? Deine Kollegen oder deine Mitarbeiter Ja. hätten wahrscheinlich gewusst, was das ist. Nee, stille Reserven im Großen und Ganzen, wie beschreibt man das? Also, das einfachste Beispiel ist der Immobilienmarkt. Also, stell dir vor, du kaufst eine Immobilie für 100.000 Euro, wahrscheinlich irgendwo eine kleine Garage in manche Großstadt mittlerweile. Und dadurch, dass jetzt, sag ich mal, die Preise langfristig immer steigen, wird die Garage irgendwann keine 100.000 Euro mehr wert sein, sondern zum Beispiel 120.000 Euro. Jetzt ist die Differenz zwischen dem sogenannten Verkehrswert, also das, was der marktübliche Wert ist, und dem, was du dafür gezahlt hast, deine Anschaffungskosten und natürlich das, was du eventuell bilanziert hast, das sind die sogenannten stillen Reserven. Das ist so ein, ja, fiktiver Wert. Das heißt, wenn du veräußern würdest oder wenn du aufgibst, ins Privatvermögen nimmst, dann musst du diese 120.000 Euro versteuern. Also diese 20.000 Euro müssen dann versteuert werden, abzüglich der Anschaffungskosten.
Und das sind diese stillen Reserven. Das wird dir aber beim normalen Gewerbe nicht passieren, denn in einem Smartphone, in einem Mikrofon, in der Kamera, da stecken keine stillen Reserven. Die einzigen bekannten stillen Reserven, die es einfach bei Influencern oder auch in manchen Firmen immer gibt, das sind Firmenwerte. Das ist zum Beispiel der Markenname oder ähnliches. Das heißt, das ist ja so eine stille Reserve, die eventuell nicht bilanziert wird, beziehungsweise nicht bilanziert werden darf, wo man halt sagen kann, da liegen stille Reserven vor. Genau. Ich hatte das persönlich tatsächlich mal mit einer Domain. Die habe ich mir irgendwann ganz früh gesichert für, keine Ahnung, nahe nix. Und deswegen war es nie aktiviert. Und dann lief das aber ewig lang im Gewerbebetrieb. Und dann hatte sie danach halt einfach schon einen nicht ganz niedrigen Wert. Und das wäre dann halt das Beispiel, was du gebracht hast. Wenn ich dann aufhören würde mit meiner Selbstständigkeit, dann habe ich dieses Wert ja und übertrage diesen Wert aus meinem Unternehmen ins Privatvermögen. Und dann ist das steuerlich relevant. Nicht schön. Ist nicht schön, aber wie du sagst, hat man normalerweise nicht, weil alles, was auch rein am Markt an Wert verliert, da hat man das Problem nicht. Das hat man nur mit Dingen, die im Wert steigen, was ja traurigerweise eigentlich nicht so viele Dinge sind. Ja. Ja, gut. Ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall. Danke dir für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich hoffe doch. Schaut unbedingt auf allen Kanälen von Roland vorbei. YouTube-Kanal, Instagram, TikTok, Podcast. Ich weiß nicht, was du sonst noch alles hast. Da überall. Bei uns gerne auch. Gerne auch den Kanal abonnieren. Und vor allen Dingen kündige ich das einfach schon mal an. Ich war letztens auch in Regensburg, genau fast auf der anderen Seite des Schreibtisches, da wo du jetzt sitzt. Da haben wir gemeinsam Videos aufgedreht, das heißt abgedreht. Und da gibt es bald Videos auf Steuern mit Kopf und auf unserem Kanal. Seid auf jeden Fall gespannt. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, deswegen solltet ihr den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit selbstverständlich. Ich mich natürlich auch für deine Zeit. Hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn es natürlich da auch noch Fragen gibt, wir können es ja so machen, vielleicht der ein oder andere, der noch nach dem Video eine Frage hat, wo er mal sagt, okay, da sollen wir vielleicht mal auch mal wieder ein Live-Webinar dazu machen, schreibt es vielleicht einfach mal im Nachgang in die Kommentare rein, weil ich denke, wir werden uns sicherlich noch öfter zusammensetzen und dann machen wir es ganz einfach so, dann haben wir gleich ein paar Themenvorschläge. Finde ich hervorragend. Solltet ihr machen. Hat mich auch sehr gefreut. Feedback sieht auch ganz gut aus. Deswegen freue ich mich, dass es euch gefallen hat. Wird nicht das letzte Mal sein. Schreibt unbedingt eure Themenwünsche rein. Auch so, wenn ihr Dinge habt, wo ihr sagt, oh, das nervt mich schon immer und ich habe das noch nie so richtig verstanden, dann ist das vielleicht genau das richtige Thema. Dann wird es nämlich meistens wahrscheinlich vielen anderen Leuten auch so gehen. Und genau. In diesem Sinne bedanke ich mich auch für eure Zeit. Bleibt gesund und so weiter. Und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao. Ciao.